Die Plätze hier sind, glaube ich, eher mittelmäßig beeindruckend und es gibt auch nur 22 Tribut. Da ist fast die Anbindung an die Straße effektiver als das Haus selber. Gut, das Haus an sich bringt auch nicht so wirklich viel. Ich kann ja nochmal hier ein schönes Haus dahin bauen. Damit die Leute auch was zu gucken haben. Vor allem hier so ein Herrenhaus mitten in der Wüste ist doch immer schön. Guck mal, da passt es 45. Sonst brauche ich da gleich noch ein Theater hin. Kann ich sowieso hier unten nochmal machen. Das wollte ich ja noch die ganze Zeit gemacht haben, weil ich habe ja, glaube ich, noch keins. Aha, das ist auch schön. Hat die Kreatur wieder Nahrung gesammelt, ganze 5000. Zeug. Bringt auch gleich viel mehr. 159 Eindruck. Wobei es ja eigentlich noch viel, viel mehr reißen könnte. Aber irgendwie wird mir halt nicht angezeigt, wie viel das denn hier bringt. Das Theater dahin wäre ziemlich nutzlos eigentlich. Und es könnte keiner drin wohnen. Aber es ist egal. Ich gucke nochmal eben kurz auf die Eindrucksanzeige. Und stelle fest, dass wir immer noch genug Eindruck brauchen, um das was zu erreichen. Und das machen wir uns einfach ganz schnell jetzt mal. So ein bisschen zumindest. Die haben in dem anderen Haus gar nichts an Rohstoffen, was, also in dem anderen Dorf, was irgendwie logisch ist, weil die das alles mitgenommen haben. In unser eigenes Dorf. Und haben sie denn ein Lagerhaus? Ja, ist die Antwort. Und ich sage das ja deswegen so, weil es ein erfreuliches Ja ist. Weil wenn die kein Lagerhaus hätten, könnte man den schlecht was einlagern. Ist einfach ein Fakt, der sich über die Zeit als korrekt dargestellt hat. Und das Erz, das holen wir den einfach hier aus dem nahegelegenen Minengebiet. Und jetzt haben die... Oh, jetzt sieht das schon viel besser aus. Jetzt wollen die nur... toll, die wollen einen Töpfermarkt haben. Weil die kriegen hier unten mal einen. Weil die nichts haben. Zank. Und Kreatürchen, was macht die denn eigentlich? Du solltest mal was essen. Huch, na nicht so. Und ein bisschen was... bisschen schlafen. Damit du wieder ein paar süße Träume hast. Von einem kleinen Löwen träumst vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Das wäre es doch, wenn man hier zwei Kreaturen hätte. Oder mit der Kreatur vom Gegner, dass die sich so anfreunden, dass sie kleine Tigerchen und Löwen nachmachen. Hm. Es wäre zumindest vom Knuddelfaktor her sehr angenehm. Aber ich glaube, das ist im Spiel nicht so vorgesehen. Sirene ist auch schon lange wieder voll. Ich meine, hier sind ja... Sind hier noch Armeen, die es zu beeindrucken gäbe? Und wo hat der Gegner überhaupt seinen Bereich? Sein Umfeld? Ach, hier. Ach komm, da sind noch Armeen. Ich hau das nochmal eine... Nochmal hier hin. Es reicht ja immerhin so ein ganzes weites Feld hier hin. Das schauen wir uns aber nicht mit an. Nö, will ich nicht. Kennen wir ja schon. Vielleicht kann ich hier hinten dann ja Kinder erzeugen. Also nicht ich persönlich, ne? Das wäre nicht für dieses Let's Play geeignet. Sondern die Leute, die ich hier mal umverfrachten möchte. Am besten nicht die allzu alten Menschen. Weil da ist es mit den Kindern ja auch nicht mehr so einfach. Hier können wir hier leben. So ganz heimlich. In der Nacht. Ihr müsst den Stall vergrößern oder den Stamm? Ja, die wollen alle immer was haben, aber ich bin da doch schon fleißig bei. Ist ja nicht so, als dass ich mich nicht kümmern würde. Brauchen wir gar nicht rumschreien. Der einzige Schreien, der hier geordnet ist, ist im Dorf. Und die Menschen klatschen. Jo. Und ihr seid da. Und wo wollt ihr denn hin? Hier nach unten? Ich hoffe nicht wieder nach Hause hier. Ne, die rennt zur Seite. Was sind das denn überhaupt für Häuser hier? Villa. Ist okay. Wobei Zufriedenheit ist, sieht hier ganz schlecht aus. Kann man nicht anders sagen. Das hier sind auch die übelsten Absteigen. Haus geht wahrscheinlich, aber ist nicht schön. Und es ist auch ein bisschen böse, dass wir hier sind. Aber nun ja. Ist es jetzt meins? Das heißt, ich könnte da ganz viele Leute hinschicken, dass sie dort beten könnten. Wobei es, das wäre eine leicht böse Aktion, wenn wir das Orkanwunder tatsächlich benutzen, um den Gegner wegzupusten. Ich meine, man kann zwischendurch auch mal schauen, wie man das denn so machen kann.
Oder können wir es überhaupt nicht benutzen? Zu alt, um jünger zu sein. Das ist auch eine Aussage, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Zu alt, um jünger zu sein. Ich glaube, da steckt eine größere Macht dahinter. Gläubige. 1000 Leute haben wir jetzt erreicht. Zu alt, um jünger zu sein. Ich glaube, das ist ein schöner Spruch. Ja, ich weiß, dass damit ein anderer Jünger geeignet ist. Aber mein Gott, so ist das mit den Wörtern, dass die nicht immer nur eine Bedeutung haben. So wie damals, wo Jesus zu seinem Geburtstag auch immer nur Jünger oder Leute eingeladen hat, die jünger waren. Tja, schon lustig. Ich ernte mal das Getreide. Und tue es irgendwohin. Das sieht gar nicht so schlecht aus gerade mit dem Getreide. Wobei, es geht. Und ich brauche Kinder. Wenn ich jetzt 1000 Leute hier habe, sind das 1000 Leute. Das ist viel. Wobei, habe ich das nur in diesem Dorf? Es ist immer noch viel zu voll. Und hier sind überhaupt keine 1000. Wahrscheinlich, weil schon wieder ein paar Leute keinen Bock mehr gehabt haben. Und sie tanzen einfach rum. Jawohl, klar. Mache ich auch immer, wenn gerade Verzweiflung ansteht. Ich tanze einfach mal. Und hier müssen schönere Häuser hin. Komm, komm. Wenn es mit der langen Straße sieht, gerade etwas seltsam aus. Ich kann das mal lieber hier um den Tempel herum bauen. Nein, nicht dich. Dich möchte ich da nicht hinbauen. Ich wollte die Straße verlängern. Damit ich den Bedürfnissen der Menschen nachgehen kann. Wenn sie sagen, wir brauchen Häuser. Und Häuser sind natürlich nicht die Lösung alleine. Sie müssen auch abwechslungsreich und schön sein. Und was macht sie? Ja, mit den Menschen spielen bin ich mir ja immer nicht ganz... Was hast du gemacht? Aufgegessen ja nicht, ne? Dafür, da wäre der Mensch danach sehr böse drum. Wir brauchen ein Amphitheater. Was ich vielleicht mal hierhin mache, weil das für die Leute gar nicht so schlecht ist. Und für den Eindruck auch nicht. Und hier auch nochmal ein Weg hin. Und das wird nicht eingeschlossen. Schade. Und eigentlich könnte die Kreatur da mal ein bisschen was dran aufbauen. Damit die nicht immer gar nichts macht. Das reicht natürlich nicht. War mir schon vorher klar. Deswegen gibt es noch etwas Nachschub. Wir haben ja gerade genug Holz hier. Und wenn nicht hier, wo dann? Jetzt so 1500 Erz. Wobei, das kann die Kreatur gerade mal selber tun. Da, bauen. Kriegst auch extra die Leine an, Baumeister. Baumeister, das ist eine Aufforderung. Weil du bist ja schließlich ein Meister. Oder zumindest Fortgeschrittener. Im Gebiet der Baukunst. Happa, happa ins Lagerhaus. Ein für Mama. Ein für Papa. Und einen für mich. Schade, der eine Baum ist umgefallen. Aber das Haus ist trotzdem noch heile. So, was macht denn mein anderes Dorf hier? Die sind wahrscheinlich voll am Abfeiern, dass wir so toll sind. Ne, die wollen Holz haben. Ich meine, die anderen Bäume, da will ich auch nicht weghauen. Die sind ja extra angepflanzt, damit es schön aussieht. Da kann man doch nicht die Verzierung einfach verheizen. Gebe ich denen halt sowas. Manchmal ist die Hand etwas klein, wenn ich gerade hier weit entfernt bin. Fällt mir gerade auf. Und jetzt wollen sie Nahrung. Klar. Haben die hier Felder? Jo. Sogar ordentlich gefüllt. Viele kleine. Was ist hier denn los? Ach, guck mal. Der Baum wirft ein paar Wellen. Und zwar sehr starke. Ich möchte den Baum gerne als Wellenmaschine einstellen. Es ist nicht nur ein Baum. Na, pflanzt sich ein. Hallo, Baum. Ach Mensch, jetzt fall doch nicht einfach um. Was ist das für eine Einstellung? So. Plunsch, plunsch. Ui. Schönes Wasser hier ein bisschen bewellen. Und jetzt wollen die immer noch Holz haben. Warum? Ich habe dir noch so viel gegeben. Wir sind gar nicht mehr so gut. Das ist... hat jetzt mächtig abgenommen gerade.
Also mächtig im relativen Sinn. Ich habe auch die Befürchtung, dass wir auf der letzten Insel auch sehr viel weiter noch absinken werden in unserer Gutheit. Ich hoffe, hier kommen gleich mal ein paar Kinder. Wahrscheinlich nicht. Geburtenrate ist hoch, aber die sollen auch mal nicht nur gebären, die sollen auch Kinder dabei zur Welt bringen. Also, na so. Das war zwar gerade recht widersprüchlich, aber ist mir gerade egal. Und ich muss hier einfach noch ganz schnell ganz viele Häuser hinbauen. Und ich gucke nochmal. 5000 immer noch, da wird das Amphitheater nicht ausreichen. Und sie ist da so langsam bei. Huch. Ich kann ihr da mal ein bisschen was hinlegen, oder? Ach nee, sie macht das gerade selber. Ich meine, gut, wenn sie was macht, dann macht sie auch ordentlich was. Ja, jetzt nicht aufhören. Die letzten 300, komm, die kriegst du auch noch hin. Oder musst du die erstmal... Ach komm, oder ich mach die da eben hin. Wobei, du bist ja gerade selber bei. Ich glaube, die Verluste bei, wenn man mit der Götterhand was macht, sind tatsächlich nur beim Bauen. Sonst einfach nur transportieren. Wenn da was fehlt, wäre das ja irgendwie blöd. Dann könnte man ja gar nichts mehr tun. Auch nicht umverteilen hier in den Lagerhäusern. Jetzt legt sie da 1100 noch was hin. Das ist aber großzügig bemessen, wenn man nur 300 braucht. Vielleicht, oder 160 nur noch. 140, 120, mein Gott. Vielleicht braucht sie gar nichts mehr tun. Ach, sie macht da was. Und Zengel, da haben wir eins. Oh, schön. Können jetzt wieder Kinder kommen? Oder, ja gut, alte Menschen sind auch gut. Nicht so schön wie Kinder. Immerhin hat die Stadt schon 41.000 Eindruck. Das ist schon viel. Und wir brauchen immer noch 150 Häuser. Also 150 Wohnplätze, nicht Häuser. So viel nicht, das wäre übertrieben. Wobei wir auch immer im Übertreiben ganz gut sind. Zank. Ich gucke nochmal, ob ich hier noch... Genau, hier kann ich noch was hinbauen. Weil das bringt hier etwas mehr an Eindruck. Und darum geht es ja gerade. Kann auch nochmal so eins hin. Passt sogar, ist ja unfassbar. Und noch so ein kleines Ding hier vor. Wunderschön. Kann ich gleich ganz viele Baumeister hier einstellen. Oder ich schnappe mir hier gleich nochmal einen riesen Pulk an Menschen und frachte die in das andere Dorf um. Am besten welche, die noch fit in der Birne sind. Und mache die hier hinten einfach mal zu Gläubigen, die das Orkanwunder nochmal ein bisschen aufladen können. Damit wir das noch nutzen können oder zumindest einmal gezeigt haben. Aus eigener Kraft. Am besten beim Gegner. Aber es dauert noch hier. Außerdem können wir dann das eigene Dorf etwas entlasten von der Bevölkerungszahl. Weil hier haben wir noch mittel bis gar keinen Platz mehr. Aber warum sollte nur ein Dorf überbevölkert sein, ne? Ist ja klar. Da müssen die noch irgendwas... Ja, so gut, die Kreatur pennt gerade ein bisschen. Und nicht nur ein bisschen. Sie döst nicht nur, sie schläft sogar ganz. Aber das darf sie gerne zu Hause tun. Schlafe. Das Haus steht aber schräg. Das Herrenhaus. Aber es ist dann halt so. Baumtechnisch sieht es noch ganz gut aus hier. Auch holztechnisch haben wir noch einiges am Start. Das ist auch... Muss man ein bisschen aufpassen. Und... Ja, ich brauche Häuser, ich brauche Kinder. Ich brauche gucken, ob die jetzt welche hier haben. Haben die Kinder? Nein, haben die nicht. Schade, die sollen mal Kinder machen. Mach Kinder, Frau. Ich brauche Kinder. Brüter. Brüter. Wo kriegt denn das Brüter? Das ist... Und da flötet es mir wieder ins Ohr hier. Wunderbar. Ich hätte gerne zur Abwechslung mehr von der anderen Musik, aber dann müsste ich ständig in dem anderen Dorf bleiben. Und wenn man hier draußen ist, dann pfeift der Wind nur rum. Lege alle Felder auf fruchtbarem Boden an. Ja, natürlich, wenn man es nicht macht, wäre es ja auch blöd. Wobei ist ja die Frage, wie viel denn alle sind. Oder ist es erst zum Ende, wenn man die Insel geschafft hat, dass man das dann merkt? Hm,
Hier oben sind auch noch zwei Gebäude, die noch gar nicht fertig gebaut sind. Ja, und die sagen, die brauchen die Häuser und machen die dann nicht fertig. Das ist ja auch albern. Hier habt ihr Häuser. Haha, und so, die bringen sogar mächtig Eindruck. Erz. Boah, gut, kann man machen. Da. Bisschen Erz. Ist ja nie weg. Oh, 200. Irgendwas. 11. Eindruck. Was haben wir denn noch an schönen Gebäuden, die man hier hinpflanzen kann? Wobei ich... Wo, ich hatte ja hier hinten irgendwann mal das Sirenenwunder gezaubert, ne? Die, gut, die ganzen Armeen sind auch weg. Ja, der Gegner hat ja quasi nichts mehr, außer zwei Katapulten. Ich könnte hier jetzt einfach so reinrennen und das übernehmen. Und dieses Wunder sieht ja auch ganz formidabel aus. Bisschen groß, aber sonst... Also für die Westentasche, für portable Zwecke wäre es etwas übertrieben. Aber ich glaube nicht, dass das die Intention dieses Typis wäre. Und ich möchte Menschen, Kinder haben. Menschen habe ich genug. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ein Kind ist hier. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist das Kind? Kind, komm her. Ich brauche dich. Ich möchte dich für Testzwecke entführen. Dafür macht man das ja. Kind. Kind? Kind? Das sind die anderen. Oder ist das Kind schon wieder zu Hause? Alter, 4. Alter. Alles. Ach, und die ist schon wieder schwanger.